Level. Hab aber ein FNS. FNS ist gut. Okay. Weil FNS ist gesund für die Seele, weil es beinhaltet viel Eisen. Okay. Was? what the fuck? Ey, bist du irgendwie Apotheker oder so? Meine lieben Girlhurs und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jump League. Heute mal zusammen mit dem Bumstory. Hallo! Hallo, ich bin's. Ja, es freut mich, dass wir mal wieder was zusammen aufnehmen. Ist ja schon lange her. Ist echt schon etwas länger her. Ich glaube, das letzte Mal, da ging es sogar um. Das war doch letztes Mal bei Titan, oder? Ja, bei Titan. Krass. Und wusstest du schon, dass er in ein paar Tagen Titan ja wieder startet? Was? Ey, wusste ich gar nicht. Wusstest du nicht? Nee, ich nämlich auch nicht. Ey, wer ist denn da alles dabei? Wer ist denn da alles dabei eigentlich? Boah, ich weiß nicht. Aber alles nur so No-Names. Also ich glaube, ich bin wirklich der mit Abstand größte YouTuber im Projekt mal wieder. Ist ja immer so. Ja, ist immer so. Ist ja klar. Krass. Ja, und du machst ja da auch mit, habe ich gehört, ne? Ja, stimmt, aber das wusste ich jetzt gerade echt nicht, dass ich da mitmache. Ach so, ja, also ich wollte das nur so sagen, du bist da auch mit dabei, ja? Oh, das freut mich. Und jetzt kannst du mir mal sagen, wer ist denn dein Teampartner? Ja, ist ein richtiger Idiot. Also, echt? Ja, ist ein richtiger Spaß, also den kennst du bestimmt auch. Ja, okay, ich weiß nicht, ich kenne viele Spaß. Und zum Beispiel mein Teampartner ist auch übelst scheiße. Ja. Er ist immer nur. Das ist echt unglaublich mit ihm. Ja, richtiger Spaß habe ich. Habe ich auch schon rausgefunden. Okay, nee, jetzt erstmal mal Spaß beiseite, Leute. Wir nehmen heute hier mal gemeinsam auf, um euch zu sagen, wer denn unsere Titan-Teampartner sind. Und zwar ist das bei mir, wer hätte es gedacht, der liebe Bumstoggy. Und ich bin natürlich irgendwie auch sein Teampartner. Bei Jumpnik sage ich schon, nice. bei Titan. Ja. Und ja, wir haben ja schon letztes Titan miteinander geteamt. Ja. Und das war dort ein bisschen chaotisch, ja, muss man sagen. Ja, es war auch noch alles neu, muss ich sagen. Also ich habe ja davor noch nie in so einem großen Team-Battle da mitgewirkt und muss sagen, da hatte ich dann schon echt total Schiss immer, dass ich sterbe, weil ich meine, man möchte ja doch nicht so verrecken und wir haben ja eigentlich außer den Kampf gegen AnyArt und Mr. Moore hatten wir eigentlich ja keine Konfrontation mit anderen. Nein, wir hatten halt wirklich diesen letzten Fight, wo wir halt da gesniped wurden und es ist halt alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Aber das wollen wir halt dieses Titan ändern, weil dieses Titan werden wir reißen, ja. Das sei jetzt schon mal gesagt. Ja. Wir werden auf jeden Fall weiterkommen, wir werden Teams raushauen, wir werden Kills machen, ja. Das sind auf jeden Fall unsere Ambitionen und wir wollten quasi mit diesem Video einfach auch nur sagen, dass wir wieder gemeinsam teamen. Und uns auf Titan auf jeden Fall auch freuen. Wir haben auch schon ein bisschen Taktik-Maktik überlegt. Und Titan-Training hat für uns schon begonnen. Zwar jetzt nicht im Rahmen von YouTube-Videos. Ich weiß nicht, hast du Titan-Videos, Titan-Training-Videos gemacht? Nee. Weil ich hatte jetzt ja. Also, es war jetzt ja so: Titan startet ja, wie alle wissen, schon noch diesen Monat. Und wie ihr wisst, ist dieser Monat nicht mehr so lange. Das heißt, wir haben jetzt noch die letzten paar Tage Zeit, jetzt dann noch kräftig zu üben und dann quasi das Beste rauszuholen, weil wir möchten natürlich alle locker easy rasieren, aber ich denke, das klappt schon irgendwie. Ja, also wir werden auf jeden Fall diesmal mehr Leute raushauen bzw. besser abschneiden als letztes Mal, weil man muss dazu halt sagen, dass letztes Mal erstens, wir kannten uns beide schon, aber halt wirklich nicht so extrem gut. Ja. Ja. War so ein bisschen ein Fail und vor allem, wir haben nie irgendwie zusammen trainiert vorher. Es war immer sehr spontan und auch alles nicht so durchgeplant und das ändern wir eben dieses Mal. Ja. Und dieses Mal werden wir dann eben reißen. Also auf jeden Fall jeder Titan-Teilnehmer kann das jetzt hier, dieses Video, als Kampfansage beurteilen. Leute, also, es gibt Rache. Legt euch nicht mit uns an, ich sag's euch. Ja, ja. Es gibt Rache. Also gerade zwei Personen sind meine Erzfeinde in diesem Projekt. Und zwar sind das der liebe Mr. Moregame und AnyArt LP. Weil ich habe schon AnyArt gesagt gestern, ich werde mich rächen. Ja, ich werde mich rächen für meinen Tod. Ja. Das wird auf jeden Fall so sein. Nee, also es wird auf jeden Fall wieder eine Staffel Titan sein. Es sind ein paar Veränderungen jetzt da. Ja, Veränderungen. Veränderungen. Scheiß Projekt, schaue ich nie wieder. Es ist viel größer auch in allem. Ja. Also es sind mehr Leute dabei und so weiter. Es ist relativ cool.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber sonst, ich bin immer so unsicher, wenn ich irgendwas über Titan rede, habe ich immer Angst, dass ich zu viel sage. Weißt du, irgendwie. Ja. Also man darf nicht zu viel sagen. Also es wurde auf jeden Fall wirklich einiges am Modpack bearbeitet, damit es halt einfach besser wird für euch. Wir haben eine mega geile neue Map. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Die Bilder haben da wirklich tolle Arbeit geleistet. Und ja, also ich freue mich einfach und hoffe, dass wir alle viel Spaß haben in diesem Projekt. Oh mein Gott, Alter, ich habe gerade diesen Jump geschafft und da bin ich jetzt gerade ein bisschen stolz drauf. Und ja. Und ich bin beim letzten Part gerade. Ach, du bist beim letzten Part, was ist los bei dir? Das sind die Skills, die ich auspacke. Es geht um Titan, also muss ich auch ein bisschen glänzen. Aber es ist unglaublich, ich habe so wenig Chestluck gerade. Es ist echt, ich habe ein Eisen-Armor-Teil und das ist einfach ein Helm. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wo der Weg weitergeht. Ich bin bei dieser Lava. Yo! GG! Also, ich habe auch ein bisschen die Equip gesammelt. Okay, ja, gut, also ich habe ein Steinschwert wenigstens. Und ja, ein Steinschwert habe ich auch. Hätte ich auch eins für dich. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Du bist ja dieser Cray Frog. Jetzt müssen wir uns am Anfang mal finden. Das ist sau verwirrend. Ah, da. Hallo, oh mein Gott, du bist aber ein bisschen schön aus. Komm mal mit. Ja, ich habe für dich natürlich jetzt auch Equip gesammelt. Das ist ja das Gemütliche an diesen Teamrunden. Ja. So, ich gebe dir jetzt aber mal das. Ach, da kommt jemand, Kannst du vielleicht alles gebrauchen? So, zack. Kommt hier jemand? Ja, oder? Ja, da vorne ist jemand. Okay, dann gehen wir mal hier auf die Pyramide hoch, weil da war vorhin gerade einer. Ja. Und auf jeden Fall Titan, man kann sagen, es wird super cool, es sind coole Leute wieder mit am Start, es sind mehr Leute mit am Start, das heißt, es wird auch ein bisschen schwerer, aber wir werden natürlich unser Bestes geben. Nice. Okay. Oh Gott, da kommt noch einer. Oh Gott, wo ist der denn? Alter, der war bei mir unsichtbar. Lol, hat der keinen Fallschaden bekommen? Doch, aber richtig viel. Okay. Der ist wahrscheinlich fast tot. Ich werde den jetzt töten. Komm her. Ja. Batz, raus ist er. Okay, warte, der hatte eine Kiste getroppt. Ja. Braucht er was? Angel ist ganz nice. Braucht man da was? Ja, Essen. Essen ist immer gut. Du kannst ja hier 5 Items rausnehmen. Ich habe diese Erweiterung. Ach echt? Alles gekauft durch erspielte Coins, nicht irgendwie durch Combooster. Ja, Alter, ich musste mir alle Coins erspielen, damit ich dieses komische Flangending da am Kopf bekomme. Flangending? Ja, dieses P da über den Kopf. Kennst du das nicht? Den Kopf der Leute, dann haben die da so. Achtung, da ist jemand. Da oben. Oh ja, da ist einer. Da unten ist, glaube ich, auch. Oh, einer. Da, ja, dann lass zuerst den holen. Okay, wait. Ich helfe dir. Okay, nice. Ich komme hier nicht mehr. Nice. Okay. Nice. Achtung, TNT. Achtung, TNT. Ups. Oh. Also bisher sind, glaube ich, alle schlecht equipped, weil der Typ, den wir gerade getötet hatten, war Platz 2 im Jump'n'Run, das weiß ich. Den Namen habe ich mir gemerkt. Ah, oh, beide gehen auf mich. Achtung, warte, ich renne weg. Ich habe noch 3 Herzen. Oh nee, ich bin tot. Ja, egal, scheiße. Warte, ich habe den einen. Nice, einen habe ich. Und den zweiten. Ah! Scheiße, hat mich. Ja, fuck. Ist nicht so schlimm. So, warte, ich warte jetzt wieder, wo du bist, oder? Scheiße, ja, wir müssen uns wieder finden. Carmen? Das wäre sehr, sehr nice, weil ansonsten wird das hier ein bisschen problematisch. Crabs? Ich hab dich jetzt natürlich. Also, ich bin da, wo diese Pyramide da ist. Ich stehe da bei der Pyramide. Da ist hinten so ein Friedhof, da bin ich. Okay, ich bin gerade irgendwo bei einem Haus. Ist natürlich die super Beschreibung bei dieser Map, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Hast du die denn schon oft gespielt, oder? Ja, ich kenne die Map eigentlich, so ein bisschen zumindest. Ich frage mich aber nur gerade, wo dieser Typ ist. Ist es der? Ah ja, die machen ein Dreierteam da oben beim Haus. Was? Ja, die haben ein Dreierteam. Dreier? Ja. Oh shit, das wird nicht cool. Ja. Okay, ich gehe jetzt mal da nach hinten, weil sonst. Warte, wer ist das da? Bist du das? Ja, ich bin in so einem Haus. Echt? Oder? Hallo? Nee, das sind wieder 2 Leute. Scheiße, überall Teams. Ja, das ist natürlich klar. Wir sind in der Team-Jump-Runde. Aber ich such dich jetzt einmal mal. Ja! Nice. Achtung, hier oben sind Leute. Küss meinen Schwanz. Bitte was? Geh auf! Warte, hinter. Also ich lauf dir mal. Warte, ich buße dich. Das ist aber nicht. Komm einfach dieses Schadensgeräusch und der merkt aber nichts. Okay, der ist tot. Der andere läuft hier gerade unten durch. Holen wir jetzt auch noch. Das einfach mal so im Vorbeigehen geholt. So ein Leder-Foot-Thing. Komm her, Dude. Du schaffst das. Okay, nice. Ich buße dich. Noch ein Hit. Ah! Ich hab dich überholt. Mittlerweile bist du. Oh! Achtung! Du bleibst hinter dir! Oh, pass auf! Nein, ich lauf weg. Ja, das schaffen wir. Ja! Oh, nice. Okay, er ist tot. Nice, ich kann schon was essen. Okay. Oh, der hat den Iron-Ringet. Oh, ich kann einen fetten Steel machen. Nice. Öffne! Ich nehme mir irgendwie immer auf, was in lauter Crap raus. Brauchst du einen Verzauberungstisch oder so? Weil ich hätte einen. Nee, ich hab jetzt kein Level, leider. Okay. Ich hab kein Level. Hab aber ein FNS. FNS ist gut.
Okay. Weil FNS ist gesund für die Seele, weil es beinhaltet viel Eisen. Okay. Was? What the fuck? Also, bist du irgendwie Apotheker oder so? Ja, auf jeden Fall. Leute, das ist einfach mal einer Full Iron. Irgendwie Alter, haben die Vierer-Team? Nee. Wenn ja, Vierer-Team wäre jetzt nicht erlaubt, so. Könnte 1, 2, 3, warte, ein seltenes Ruffy steht dahin. Das sind vier, glaube ich. Jungs, Vierer-Team ist nicht so geil, weil es nicht so erlaubt ist, so. Ja. Ich gehe bei den Typen ab. Ich weiß gar nicht, wie man da hochkommt. Ja, ich weiß auch nicht. Ach so, ja, nee, ich glaube, das ist kein Team. Ich glaube, der da vorne ist auch alleine. Ein seltenes Ruffy, das mit dem Team. Ja, warte, Ruffle, wie heißt der? Ein seltenes Ruffy, oder? Das ist der, ja, ne? Das mit dem Team. Komm, aber wir gehen dieser mal Chris Nikola, der ist echt gut ausgerüstet mit seinem Full Iron. Ich glaube, das ist das kleinere Problem, den werden wir schon irgendwie kriegen. Wie kommt man hier aufs Dach? Das ist das größere Problem. Wie zum Teufel kommt man aufs Dach? Warte, ich glaube hier hoch. Wo bist du? Achso. Oh, what? Ah, hier. Und okay. Dann hier so rüber. Jetzt braucht man wieder Jump-Run-Skills. Und dann hier rüber und dann ist man am Dach. Okay. Und hey, what? Nein, die kriegen doch zu viel. Ach, echt jetzt? Ja, nein, ich bin runtergefallen vom Dach, steht nicht. Nein. Ich geb denen gerade die Ultra-Hit zu tun. Alter, wie. Nein, pass auf! Leckt mich alle zusammen, ich hab zwei getötet. So, alles klar. Sie sind jetzt wieder ein bisschen gesplittet. Komm her, komm her. Ja, wo bist du kleiner Motherfucker, Alter. Was fällt euch ein, Vierer-Team zu machen, ha? Wo bist du? Warte, da unten ist dieser Iron-Team. Ich bin oben bei. Ah, ich seh dich. Moment, ich bin oben bei der Pyramide. Warte, ich helf dir. Der hat nur noch ein Leben. Wenn ich den töte, dann hab ich dann wieder auch voll Iron. Das heißt, da wieder. Oh! Nein. Ja, flieg runter! Ja, er ist raus. Nice. Ja. Okay, der ist auch weg. Haben okay, wir jetzt können die ja. Dann ist ja nur noch einer, dieser Ruffy. Ah, ja, stimmt. Ah, okay. Okay. Gut, dann sind wir 2 gegen 1. Wo ist der? Also, du kleiner. Ach, der Ruffy ist jetzt da am Baum, Alter. Ne? Jetzt müssen wir da rüber. Jetzt kämmt er dann bestimmt auf diesem Baum. Film. Mann. Oh, aber nein. In 60 Sekunden ist das schon zu Ende, ne? In die Mitte. Ja. Ja, komm, lass uns in die Mitte gehen, oder? Ich probier zu fighten. Okay, ich ja. Töte den. Nee, dann komm, ich, oh, ja, dann komm ich auch mit. Okay, wait, ich hab gefailt. Ich hab gefailt. Weißt du, Platz 1 im Jump'n'Run-Part und hier fail ich dann. So läuft das. So? Oh wow. Du bist zurückgenommen, recht? Ja. Er wird sterben. Er wird sterben. Und er ist tot. Okay, nice. Okay. Nice. Aber wer von uns gewinnt? Nein, er ist hier. Er ist hier in der Mitte. Er ist hier in der Mitte. Okay. Okay. Ah, okay. Hast du einen Pfeil oder so? Warte. Ja, hab ihn. Nice. Aber er ist immer noch nicht ganz raus. Also echt? Nee, ist immer nicht? Ja, okay, dann nee, kommt aber, er jetzt bestimmt zur Mitte, oder? Wer von uns steht jetzt da? Oder lass uns beide auf einen Fleck stehen? Ja, lass uns beide auf einen Fleck stehen. Okay, und dann gewinnt einer random. Wer gewinnt? Warte, jetzt bin ich gespannt. Ich gewinne. Oh mein Gott! Ich Mann. No. Ja! Unfair! Ja! Leute! Ja! Holy crap, nice. Auf jeden Fall, Vierer-Team wird dann noch schön reported, möchte ich hier an der Stelle anmerken. Grüße an dich, Kambooster. Und ja, lol, also du hast natürlich unfair gewonnen. Ja, natürlich. Immer richtig lächerlich, immer diese Leute, die gewinnen, immer. Weißt du, das sind aber die YouTuber-Rang-Vorteile, siehst du? Also ja. Aber diese Vorteile, die ein YouTuber heutzutage hat. Ja, vor allem, es war heute auch so, da standen 4 in der Mitte, also 4 Leute haben halt gekämpft, dann standen am Ende 3, also ich, mein Bruder und ein Freund von meinem Bruder, standen dann in der Mitte und wer hat gewonnen? Ich. Alles. Das ist natürlich nice. Auf jeden Fall bestes Finale, würde ich so behaupten. Ja, ja Freunde. Ansonsten würde ich jetzt sagen, war es das hier von diesem Video. Ihr könnt natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall auch noch bei dem E-Bumstoggy vorbei. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich überlasse dir das. Schreibt einfach E-Bumstoggy. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich überlasse dir das letzte Wort. Tschüss. Tschüss.